Und damit herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Pro Street. Ich habe es noch nicht geschafft, den Rekord hier zu brechen. Ich glaube, dafür ist unser Auto einfach nicht fit genug. Uns fehlen genau 100 Punkte, beziehungsweise genau 99. Aber wir haben es ja längst geschafft. Wir verlassen diesen Renntag. Was? Nein, warte mal. Hä? Also wir haben den Renntag geschafft, das sehe ich richtig, richtig? Speichern. Ja, wir haben den dominiert. Das Auto machen wir noch schnell heiler. Ansonsten sind wir fertig. Ja. Das haben wir geschafft. Rekord, Ryan Cooper. Warte mal, haben wir... Wo bin ich denn jetzt gerade? Alter, ist das zum Kotzen, ey. Haben wir nicht gerade eben das hier gemacht? Ah ja, stimmt, jetzt steht's da auch. Hä, eben stand's da nicht. Oder war ich eben auf einem anderen? So, warte mal. Ah, ich bin echt ein bisschen überfordert mit dem, mit der Karte hier. Aber hier ruhen wir nicht. Das war der Battle Machine Scheiß. Challenge Nevada, Challenge Airfield. So, Challenge Airfield rulen wir. Auch aus irgendeinem Grund das hier. Das ist das erste gewesen, oder? Und das hier rulen wir nicht. War das nicht gerade das, was wir gefahren sind? Willow Springs 2. Boah, ich find's aber echt scheiße zu sehen, wo man ist, ey. Gut, dann gibt's auf jeden Fall nur das hier. Und das hier. Ne, ich bin der Meinung, das hier war das erste. Dass wir irgendwie nicht rulen, warum auch immer. Wahrscheinlich, weil ich nicht abgeschlossen habe. Ach so, weil wir den Rekord insgesamt nicht haben. Die Rundenrekorde haben wir hier gar nicht alle. Okay, dann würde ich sagen, wir machen jetzt erstmal den hier. Tut mir leid, wenn ich übertrieben verwirrt bin. Ja, das ist gut. Und der Gobert, das hat mir auch ganz gut gefallen. Ne, warte mal. Erstmal wollte ich gucken, wo man tunen kann. Garage. Da. Garage. Wir haben zwei Autos. Farbgetunte Blaupausen können nicht verändert oder freigegeben werden. Erstelle eine Blaupause in diesem Wagen aufgrund einer neuen Tune möchtest. Ja, ich möchte den auf jeden Fall tunen. Gerade den hier möchte ich tunen. Vorabgetunt. Warte mal. Blaupausenübersicht zurück. Neue Blaupause erstellen. Wir tunen jetzt mal alle. Schnellupgrade. Warte mal. Schnellupgrade. Diese Schnellupgrades ermöglichen dir die schnelle Installation gut aufeinander abgestimmter rennerprobter Komponenten. Spezialupgrade. Mit Spezialupgrades kannst du dein weiteres Tuning individuell maßschneidern und die maximale Performance aus deinem Wagen holen. Das ist zwar etwas kompliziert, aber es lohnt sich. Tuning, Prüfstand, Windkanal, Blaupausen aktualisieren. Tuning. Wir können uns nichts kaufen. Sehe ich das richtig? Leistungstuning. Alter, sind die teuer. So viel Geld haben wir nicht. Wir können uns nicht mal das hier leisten. Gut, dann würde ich sagen, können wir Traktion dann erhöhen? Ja, können wir auch, aber okay, das lohnt nicht wirklich, weil das alles Stufe, also Level 2 bleibt dann. Spezialupgrades, Motor. Können wir da mehrere Sachen von reinbasteln? Weil, also das sagt hier nicht so wirklich aus, was wir tunen können. K&N ist wahrscheinlich ein Luftfilter. Das wird wahrscheinlich Öl sein. IM könnte eine Ansaugung sein und weiß ich nicht, was alles. Das sind Kolben scheinbar. Carillo hat die Pleule gemacht. Ich weiß es gar nicht. Das sind nochmal Kolben. Comp-Cams. Das werden Nockenwellen sein, weil Cams Nockenwellen sind. Warte, sind das Nockenwellen, Cam? Ne, Cams sind Ventile.
Crower, keine Ahnung. Carrillo waren, glaube ich, Nockenwellen. HKS, Digga, das sind halt Namen von Herstellern und nicht einzelne Sachen, ne? Das finde ich alles ein bisschen dumm hier gemacht, wenn ich ehrlich bin. Ja, da hätte man wahrscheinlich sehr viel Verschiedenes anbauen können. Serie Apexi Turbolader, Trial Turbolader, weil die Leistung dürften nicht stacken. Jackson Racing Kompressor oder ein Greedy Turbolader. Okay. Bringt plus 22. Ich bin hart verwirrt, falls man das nicht merkt, aber ich glaube, das merkt man. Aber man kann ja scheinbar mehr als eine Sache machen. Okay, ich glaube, wir kaufen was Vorabgemachtes erstmal. Lachgas haben wir aktuell 2. Erhöht sich das damit auch? Oder wird es einfach nur stärker? Ich würde potenziell immer Noss kaufen, vom Namen her. Ich glaube, wir machen erstmal noch ein bisschen Geld, okay? Ich habe ehrlich gesagt gar nicht darauf geachtet, ob man in den Drag-Rennen. Das ist unseres. Und das machen wir jetzt. Ich habe gar nicht darauf geachtet, ob man in den Drag-Rennen Nitro geben kann. Wahrscheinlich kann man's. So, wir haben 5 Rennen. Grippen, Grip-Klasse, noch ein Grippen, Viertelmeile und eine Zeitfahrt. Wir machen jetzt erstmal entspannt das Grip. Ich glaube, die Musik ist zu laut. Ich mache die Musik leiser. Ja, es ist die Musik, die ist zu laut. Ich mache die mal ganz bisschen leiser. Ne, das ist, glaube ich, zu leise. Ich mache sie mal auf 5. Ich habe sie mal auf 5 gemacht, wobei sie gefühlt immer noch zu leise ist. Das ist 5. So, jetzt pass auf. Das ist 6. So sieht es potenziell gut aus. Ist nicht, also eben war es halt die ganze Zeit am gelben Bereich. Dann sah es mir zu laut aus. Wir fahren jetzt erstmal. Schönes Grip-Rennen. Ja, wir haben deutlich weniger Leistung als alle anderen. Nur einer hat weniger als wir. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich fährt hier echt nur Schrott mit. Bis auf den da hinten vielleicht. Ja, zieht euch das rein, wie wir abkacken, Alter. Wir versuchen mal wieder vorsichtig zu fahren, ohne Crashs, weil es ja mehr Pünktchen gibt, ohne leichte Schäden. Das da vorne ist nicht mehr der Typ mit 450 PS, Alter. Der ist, glaube ich, einen Platz hinter uns. Ja, ich bin gerade schon am Drehzahlbegrenzer. Das ist natürlich nicht so schnell. Wenn ich ehrlich bin. 180 mit der Kiste hier. Da fährt mein fucking Alpha schnell, Junge. Alter Schwede, ey. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin mir nicht so ganz schlüssig, immer noch nicht, was ich von diesem Need for Speed halte. Es ist in meinen Augen bis jetzt das schlechteste Need for Speed. Es ist ein bisschen realistisch, aber irgendwie ist Tuning unglaublich ungeil gelöst. Schon allein, dass man das nicht in der, also in einem Rennen quasi machen kann oder in einem Event machen kann. Ja, auf der einen Seite, du kannst es in einem Event in der Realität auch nicht machen. Ah, fucking nochmal, das ist Need for Speed. Da möchte ich doch tunen können. Naja. Sehen wir mal zu, dass wir hier Erster werden.
Ich habe noch nicht ganz verstanden, ob es hier eine Story gibt, so eine richtige, weil irgendwie mag uns der König ja nicht. Aber hier der Kommentator liebt uns irgendwie, der sagt ja auch immer, wir können alles nur wegen ihm. Keine Ahnung, ob es noch weitere Cutscenes gibt, weil bis jetzt wirkt das für mich wie eine Rennsimulation. Mit ein bisschen Tuning, was echt scheiße gelöst ist. Ich weiß auch nicht, ob man nach und nach was freischaltet. Keine Ahnung, mein Näschen juckt übrigens gerade. Aber da muss ich kurz kratzen. Das war gar nicht mal so gut. Alter Schwede, kannst du bitte wieder auf die Straße fahren, Fisch? Danke. Oh, meine Nase juckt so hardcore, ey. Alles klar. Ja, das ist hier auch so eine Sache, ne? Die verschiedenen Renntypen haben verschiedene Ansprüche, wie du gewinnen musst oder wie du gewinnen kannst. Ja, beim Drag ist klar, sei der Schnellste. So, mit 186 durchs Ziel. Alter, meine Nase, ey. Ha, 8 Sekunden. Ist gut. Gut bei uns gelaufen. Kein Schaden. Plus 25 Sekunden unterboten. Gibt 7270 Punkte. Sollte reichen für einen Rekord. Nein! Okay, gut, das ist. Ich glaube, das müssen wir mit dem anderen Auto nochmal machen. Weil das war schon echt nicht langsam. Aber wir sind aber 600 Punkte unter dem. Gut, dann fahren wir nochmal eine Grip-Klasse mit dem Wagen. Dann haben wir erst 12 Minuten. Grip-Klasse war das, wo wir einfach nur die schnellste Runde haben mussten, ne? Ne, der schnellste unserer Klasse sein mussten. Ja. Den Corolla finde ich übrigens cool. Ich glaube, und den auch. Ich glaube zumindest, dass es Corolla sind. Corolla GTS könnten das sein, ne? Ich bin mir überhaupt nicht. Ja, da sind Corolla steht drauf. Ich gehe mal ganz stark aus davon, dass wir an der Spitze bleiben werden erstmal. Bis die dicken Boliden kommen und uns erstmal wegrennen. Das ist gar nicht gut hier gerade für uns. Bruder, was sind das hier für Kurven, Alter? Ja, Schikanen waren das noch nicht, aber schon enger Kurs hier. Junge, 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 Junge. Alto Belli, ey. 25 Sekunden die Zielzeit unterboten und wir sind trotzdem nicht Sieger, Alter. Ich glaube, wir müssten hier schon ein deutlich getunteres Auto haben. Wenn ich ehrlich bin. 3 Runden müssen wir dieses Mal fahren. Das gefällt mir natürlich potenziell nicht so. Die nächste Runde sollte unter 20 sein, also unter 1,20. Meine Gruppe verlangsamt die Boliden natürlich gut. Aber inzwischen sind sie vorbei. Ich werde sie auch gleich einfach vorbeilassen, damit ich keinen Schaden kriege. Könnt ihr mich bitte auf einer langen Geraden überholen? Nicht hier? Ich versuche gerade einfach nur geradeaus zu fahren. Okay, es sind auch die einzigen beiden aus der Gruppe B, die da sind. Die anderen fahren noch mit uns mit, sehr gut. Nee, 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 ho! Kam der Staffelreifen, ja genau, der Stapelreifen auch schon gerne nicht mehr.
Ja, nee, Rechnungen werden hier nicht beglichen. Ich will einfach nur noch weiter. Geiles Lied übrigens. Das habe ich schon lange, bevor ich die Playlist hatte, in meinen Videos verwendet. So, nochmal Nitro benutze ich da hinten. Bitte ramm mich nicht, bitte ramm mich nicht, bitte ramm mich nicht. Ich wollte ihn einfach nur vorbeilassen. Ich wollte nämlich einfach nur keinen Schaden kriegen. Das bringt halt 850 Punkte, glaube ich. Ja, fahr! Ich krieg gleich einen Nervenanfall, weil der Typ sich hier nicht verpisst. Verpiss dich! Du bist im Weg! Ja, wenn der nicht wäre, hätten wir eine deutlich bessere Zeit fahren können. Als 18 Sekunden vor der Zeit ungefähr. Ja, 18 Sekunden vorher. 6.300 Punkte ist halt echt nicht viel, ne? Ja, das war auch klar. Gut, dann fahren wir noch ein Grip-Rennen. Dann haben wir noch 3 Minuten. Dann könnten wir es sogar schaffen, weil es in 2 Runden sind, hoffentlich. Wieder gut untermotorisiert. Zielzeit 4 Minuten. Das heißt, Part wird ganz bisschen überzogen, denke ich mal. Weil eine ganze Minute werden wir nicht schaffen, einzuholen. Das ist ein Chevrolet, okay. Verpiss dich, du bist im Weg, Junge. Im Weg, habe ich gesagt. Erstmal innen reinstechen. Alter. Ich habe so die Vermutung, dass die Gegner mitleveln. Denn wir haben noch plus 1,6 Sekunden zur Zielzeit. Und wir fahren jetzt nicht übermäßig scheiße. Wir sind Zweiter, weil ich an dem Typen einfach nicht vorbeikomme. Ich denke mal, es wird auf der langen Geraden aber jetzt nicht so das Problem werden. Hier wollte ich übrigens nicht so weit ins... Oder willst du mich verarschen? Okay. Ja, da haben wir ja mal weggekegelt, muss ich sagen. Ich hoffe, ich habe ihm auch ein bisschen Schaden gemacht. Einer hat ja schon Ausfall. Schönen Totalschaden. Ich drücke immer wieder versehentlich A, weil ich jetzt so an Nitro auf A gewöhnt bin. Das ist mega dumm. Alter, verpiss dich! Okay, das sind Betondinger scheinbar, die wiegen richtig was. Das hat mich gerade 2,5 Sekunden gekostet oder so. Ich hoffe, wir können den Typen jetzt trotzdem noch überholen. So, Junge, jetzt verpiss dich. Kein Bock auf dich. So, Zielzeit minus 10 Sekunden. Also wir sind ganz gut schnell unterwegs. Jetzt. Alter, das ist echt Stress hier gerade. Die erste Runde lief echt gar nicht gut für uns und ich fahr viel zu viel im Sand. Der hat sich überschlagen.
Ich fahr zu viel im Sand leider. Na, ich komme mit der Lenkung hier immer noch nicht. Willst du mich verarschen, Junge? Verpiss dich. Jo, holst mich nicht. Oh, fuck. Ja, deutlich besser gefahren als der sind wir auf jeden Fall. Das war jetzt gar nicht gut, aber ist alles noch okay. Wir waren gerade schon bei 19 Sekunden. Plötzlich haben wir jetzt noch plus, okay. Ich weiß, wir haben eine Minute ungefähr überzogen. Na, 16 Sekunden rausgeholt. Das reicht niemals für einen Rekord. Ja, sag ich ja, 5.800 ist ja wenig, ey. Ein Motorpaket Stufe 1, nice. Renntag fortsetzen, aber ich würde sagen, das sehen wir beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut da rein und ach so, ach egal, tschüss.